Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, so sieht es nach dem verheerenden Brand im Inneren von Notre Dame aus. Es wurde alles dafür getan, die berühmten Schätze aus der brennenden Kathedrale Notre Dame zu bergen. Wie steht es um das herrliche Rosettenfenster und die große Orgel? Erste Bilder aus dem Inneren der Kathedrale. Die gotische Kathedrale Notre Dame auf der Île de Cité ist eines der Wahrzeichen von Paris. Der Brand, der dort am Montagabend ausbrach, hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Kathedrale Notre Dame ist nicht nur von unschätzbarem kulturellen Wert, die meisten Menschen, die den prächtigen Bau schon einmal betreten haben, fühlen auch eine emotionale Verbindung zu dem Gotteshaus mit der charakteristischen Silhouette. 180 Jahre lang hat es gedauert, die römisch-katholische Kirche zu errichten, und nach dem Großbrand am 15. April ist noch nicht sicher, was alles gerettet werden kann. Das 130 Meter lange, 48 Meter breite und 35 Meter hohe Kirchenschiff stand in Flammen. Die hölzernen Konstruktionen sowie der sogenannte Vierringsturm auf dem Dach sind verloren. Aber wie zum Beispiel die Fenster die Hitze überstanden haben, muss sich erst noch zeigen. Die Rosette mit einem Durchmesser von 12 Metern gehört zu den größten Europas. Ebenso große Sorge gilt der sogenannten großen Orgel. Notre Dame ist seit 1979 Weltkulturerbe der UNESCO. So, das war schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Abonniert mich und schreibt in die Kommentare, was ihr gut oder was ihr schlecht fand. Ansonsten sage ich mal bis zur nächsten Folge und ciao.